In der Schule war ich der totale Lernmuffel und kam damit erstaunlich gut durch. Aber meine erste Uni-Klausur war der Horror. Am Abend vor der Klausur dachte ich noch, ich habe alles im Griff. Aber dann... war, die ein oder andere verkackte Klausur war wahrscheinlich nötig, damit ich mein Lernverhalten ändere. Mittlerweile bin ich mit dem Studium fast fertig und ich habe mir eine Strategie angeeignet, die ziemlich gut funktioniert. Ganz ohne schlaflose Nächte oder 500 Liter Kaffee. Kriegt ihr auch hin. Passt auf. So Kinder, jetzt wird ihr lernt. Chantal, heul leise. Ich weiß noch, meine Eltern haben mich damals immer hart dazu verdonnert, für die Schule zu lernen. Wollten mir halt genau diese Strukturierung in den Kopf bringen. Aber ich habe das nicht verstanden, ich hatte keine Lust dazu und ich habe wirklich sehr oft noch in der 6., 7. Klasse geheult. Also wirklich geweint, wenn ich lernen musste am Wochenende, wo andere Kinder draußen spielen durften und ich musste irgendwie wieder Geschichte oder Mathe oder sonst was lernen. Da ist schon die eine oder andere Träne geflossen. Das ist jetzt keine große Überraschung, aber Lernen passiert im Gehirn. Um ins Langzeitgedächtnis zu kommen, also länger gespeichert zu werden, muss eine Information am sogenannten limbischen System vorbei. Hier entscheidet das Gehirn dann, ob die Info wertvoll genug oder doch zu langweilig ist. Und hier könnt ihr ein bisschen tricksen. Euer Gehirn mag Lernen direkt nach dem Aufstehen. Mit steigender Körpertemperatur steigen auch Konzentration und Aufmerksamkeit. Schlafdefizite durch spätes Lernen solltet ihr vermeiden. Wer eine Eule ist, sollte auch sein Lernverhalten dem anpassen, also lange schlafen, um nachts fit zu sein. Euer Gehirn ist emotional. Infos, die mit positiven Emotionen verknüpft sind, merkt ihr euch besser. Deshalb könnt ihr die Lyrics von eurem Lieblingskünstler eher auswendig als das Datum, an dem der Erste Weltkrieg vorbei war. Es kommt nicht nur darauf an, was ihr lernt, sondern wie. Eine klassische Taktik ist Speedreading oder Skimming, also zu Deutsch Querlesen. Es lohnt sich besonders dann, wenn ihr sehr viel Text habt und den innerhalb kurzer Zeit durchscannen müsst. Go, go, go! Ihr überfliegt dabei den Text. Das heißt, ihr sucht nach Reizwörtern und Zahlen und versucht nur das Wesentliche herauszufiltern. Und stopp, stopp! Achtung, macht Pausen. Am besten alle 20 Minuten. Geht schön in dein Hirn rein und nicht wieder raus, ja? Das ist alles bei der Prüfung kannst. Weiter so, Vanessa. Das ist aber jetzt hoffentlich nicht die einzige Technik, die es gibt, oder? Keine Panik. Hier kommen unsere Top 5 Lernstrategien. Regel Nummer 1, macht regelmäßig Pausen. Regel Nummer 2, testet euer Wissen durch Selbstabfragen. Auch wenn das bedeutet, ihr müsst eure Vokabeln auf dem Klo wiederholen. Regel Nummer 3, hinterfragt, was ihr lernt, anstatt nur stupide auswendig zu lernen. Versucht Neues mit bereits Gelerntem zu verknüpfen. Nummer 4. Lern-Apps und Videotutorials können euch helfen, euch Wissen anzueignen und den Stoff zu verinnerlichen. Regel Nummer 5. Mischt eure Lernmethoden. Euer Gehirn braucht Abwechslung. Eine richtige Lernstrategie hatte ich nie so wirklich. Ich habe mich aber einmal so reingehängt und mir Hilfe von außen geholt. Also in der Schule gab es einen Mathe-Nachhilfekurs. Den habe ich besucht. Ich glaube, der ging über 6 Wochen. Und dann habe ich die beste Arbeit der Schule geschrieben. Es gibt zwar viele Tricks, aber keiner lernt gleich. Das Gute ist, mit der Zeit findet ihr heraus, was für euch am besten funktioniert und welcher Lerntyp ihr seid. Bei den Lerntypen ist es so, dass es mal von Frederik Fester eine Einteilung in verschiedene Lerntypen gab. Das heißt, einige können sich Dinge mehr merken, wenn sie es praktisch tun. Andere können sich Sachen besser merken oder vorstellen, wenn sie eine Visualisierung dazu haben. Dritte können gut über das Hören lernen. Auditive Lerntypen lernen durch Hören am besten. Ihnen können Musik beim Lernen, lautes Vorlesen und Sprachaufnahmen helfen. 11. November 1918, da war der Erste Weltkrieg zu Ende, zu Ende, zu Ende. Ja! Visuelle Lerner lernen durch optische Reize am besten. Sie lieben Textmarker, Zeichnungen, Skizzen und optisch übersichtlich aufbereitete Informationen. Motorische Lerner brauchen Bewegung und müssen zum Beispiel beim Auswendiglernen durchs Zimmer laufen. Gesten helfen ihnen beim Einprägen von Inhalten. Ende vom Ersten Weltkrieg.
Und dann gibt es noch die kommunikativen Typen, die ihr Wissen mit anderen teilen müssen. Keiner gehört zu 100% einem Lerntyp an. Die meisten sind eine Mischung. 11. November 1918. Das Alter, an dem man anfängt zu trinken. So merke ich mir das, glaube ich. Vielleicht. Ich hoffe, ich merke mir das. Im Netz könnt ihr testen, welcher Lerntyp ihr seid. Das ist dann natürlich kein wissenschaftlicher Beweis, aber es kann euch dabei helfen, für euch rauszufinden, was am besten funktioniert. Tatsächlich weiß man mittlerweile, dass so ein einkanaliges Lernen, also ich lerne nur über Sehen oder Hören, zu eindimensional ist und das nicht so sehr die Behaltensleistung fördert. Was heißt das jetzt, wenn du lernen willst? Dann ist es so, dass man möglichst viele Sinne ansprechen sollte. Das macht das ganzheitliche Lernen aus. Auch unabhängig davon könnt ihr die optimalen Voraussetzungen fürs Lernen schaffen. Das fängt an mit einem guten Arbeitsplatz. Das heißt, runter vom Sofa. Der ideale Arbeitsplatz sieht folgendermaßen aus. Ihr braucht einen festen Platz, an dem nur gearbeitet wird. Legt euch alle Hilfsmittel bereit, die ihr braucht. Handy weg, Wasser her. An eurem Schreibtisch gibt es nur Platz für das Wesentliche. Ablenkung ist nicht. Wenn das nicht geht, können Lernrituale helfen, wie euer Lern-T-Shirt anziehen oder mit eurem Lernstift schreiben. So gewöhnt sich euer Gehirn an die Rituale und ihr kommt dadurch automatisch in Arbeitsstimmung. Also bei mir mit dem Abitur war es folgendermaßen. Ich habe vor meinem Abitur zum ersten Mal wirklich regelmäßig und strukturiert gelernt. Das heißt nicht einfach nur das Thema, was irgendwie vielleicht rankommen könnte. Ich habe mir einen exakten Plan gemacht, welches Fach ich zu welcher Zeit lernen will. Und habe so wirklich kein einziges Thema ausgelassen. Und ey, siehe da, ich habe noch nie so gute Noten geschrieben wie damals beim Abitur. Lernen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Das wichtigste Stichwort ist hier Zeitmanagement. Verschafft euch früh genug einen Überblick über das Thema, zum Beispiel indem ihr die Themenübersicht aus dem Skript herausschreibt oder euch alte Klausuren besorgt. Bereitet den Unterricht oder die Vorlesung kurz vor oder nach. Schaut euch 10 bis 15 Minuten an, was ihr schon gelernt habt und was als nächstes kommt. Wenn ihr was nicht versteht, dann schreibt euch Fragen raus und versucht sie in der nächsten Stunde oder Vorlesung beantworten zu lassen. Erstellt euch einen Lernplan und sucht euch Leute für eine Lerngruppe, mit der ihr einmal die Woche ein Thema durchsprecht. Also eine Riesenressource sind Menschen in meinem Umfeld, wo ich merke, die stabilisieren mich, die sind aber auch aufbauend und bloß Hände weg von Personen, die mich eher noch schlecht machen und sagen, das schaffst du eh nicht. Kurz vor der Prüfung sollte dann eure Survival-Zusammenfassung fertig sein, die nur das Nötigste enthält. Plant genug Zeit ein, um sie auch wirklich zu lernen, also lieber 2 Wochen statt 2 Tage. Damit seid ihr gerüstet für die letzte Phase des Lernkriegs. Das Ding ist, egal wie gut ihr eure Lernsession vorbereitet, es gibt da so ein kleines Problem, fast schon so ein bisschen wie eine Krankheit. Prokrastination. Das Aufschieben von unangenehmen Aufgaben klingt wie eine Krankheit und fühlt sich auch ein bisschen so an. Wer prokrastiniert, dem geht's zwar kurzfristig besser, die langfristigen Konsequenzen können aber schwerwiegend sein. Stress, Versagensgefühle und sogar Depressionen können die Folge sein. Das Gute? Prokrastination ist heilbar. Egal ob Nichtstuer, Hyperaktive oder Lifestyle-Aufschieber, die sich einreden, ich brauch halt den Druck, sie alle prokrastinieren. Sobald ihr lernen wollt, geht bei euch der innere Monolog los und euch fallen 1000 Gründe ein, warum ihr genau jetzt nicht lernen solltet. Was ist eure Lieblingsausrede fürs Prokrastinieren? Schreibt uns das mal unten in die Kommentare und lasst uns eine Prokrastinations-Selbsthilfegruppe gründen. Also dieses typische Aufschiebeverhalten, also einmal hat das ganz viel auch mit der Lernumgebung zu tun. Gerade Studierende oder junge Menschen, Auszubildende, die in einer eigenen Wohnung wohnen, neigen dann dazu, den Kühlschrank 10-mal auszuwischen, bevor sie aber dann anfangen zu lernen. Also wenn ihr Profilerner werden wollt, ein Lernplan und Struktur helfen jedem. Und Schluss mit Aufschieben. Auch wenn euch das Lernen schwerfällt, am Ende ist es viel stressiger, alles auf den letzten Drücker zu machen. Also macht euch den Stress gar nicht erst, sondern setzt euch hin und lernt. Lernprofis machen sich das Leben einfach leichter. Leute, welche Lerntypen seid ihr denn? Lernt ihr immer rechtzeitig vorher oder seid ihr immer eher so last-minute-mäßig dran? Und was sind eure besten Lerntipps? Schreibt das mal unten in die Kommentare. Spannend zu erfahren, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben und vergesst nicht, planlos zu abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel gut gelernt habt, aber an Prüfungsangst leidet, dazu haben wir auch ein Video gemacht. Einmal unten abchecken. Habt ihr das gesehen?
Was? Was? Eben nicht. Kein Gag. Kein Endcard-Gag. Wer sollte den lernen? Ich hab in meinem Skript stand nichts. Ich hab bei mir stand auch nichts. Jonas, oder hast du ihn einfach nicht gelernt? Oh, es gab so viel anderes zu lernen. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Wir stehen so doof jetzt da. Ich glaube, wir gehen am besten einfach aus dem Bild, dann merkt das keiner. Mhm. Schnell oder langsam? Ja, also unauffällig, okay. Unauffällig.